Herzlich willkommen bei Allwheels Outside. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auf diesen Steinen könnte er lang gegangen sein, Graf Dracula. Wir sind in Chigisora, zu Deutsch Schäßburg. Chigisora selber bringt sich gerne mit Vampiren in Verbindung und nutzt dies touristisch aus. Den Grafen Dracula gibt es nicht. Graf Dracula ist eine Romanfigur aus dem Jahre 1897 von Bram Stoker. Bram Stoker soll bei der Schaffung der Figur durch Vlad III. Inspiriert worden sein. Vlad III. Ist angeblich um 1431 in Schäßburg, also dem rumänischen Sighișoara, geboren. Es könnte aber auch sein, dass er in Nürnberg geboren wurde. Vlad III. War in der Mitte des 15. Jahrhunderts Voivode des Fürstentums Walachei. Schäßburg wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts von deutschen Einwanderern, den Siebenbürger Sachsen, gegründet. Im Jahr 1280 wurde es als Castrum VI das erste Mal urkundlich erwähnt. 1435 dann tauchte der aus dem Ungarischen entlehnte rumänische Name Sighișoara erstmals schriftlich auf. Bis 1930 wurde die Stadt überwiegend von den Siebenbürger Sachsen bewohnt. Danach stellten die Rumänen die ethnisch größte Bevölkerungszahl. Das historische Zentrum der Stadt, die sogenannte Burg, ist UNESCO-Weltkulturerbe. Schäßburg ist heute offiziell wieder dreisprachig. Die Ortstafeln und die touristischen Informationen sind in Rumänisch, Deutsch und Ungarisch beschriftet. Soweit zum Wikipedia-Wissen. Wir finden die Altstadt von Chigisora, also Schäßburg, auf jeden Fall toll und sie ist einen Besuch wert. Teilweise hat man das Gefühl, durch ein bewohntes Museum zu spazieren. Und der touristische Vampirkult sei den Einwohnern gegönnt. Wir haben uns auch ein T-Shirt gekauft. Sogar der deutsche Friedhof auf dem Schulberg hat ein spezielles Flair. Ihr solltet ihn bei einem Besuch nicht vergessen. Für uns geht's nun weiter nach Bran. Um im Thema zu bleiben, wollen wir dort das Schloss Bran, welches den Touristen als Dracula-Schloss präsentiert wird, besichtigen. Das Schloss Bran erinnert nur ganz entfernt an das Schloss im Roman Dracula. Auch Vlad Tepes III. War wahrscheinlich nie zu Besuch auf dem Schloss. Das Dorf Bran mit dem historischen Namen Törzburg wurde 1357 erstmalig urkundlich erwähnt. Im Jahre 1498 gelangte die Burg Bran in den Besitz von Kronstadt, dem heutigen Brasov. Nach dem Anschluss Siebenbürgens an Rumänien schenkte Kronstadt das Schloss zum 1. Dezember 1920 der Königin Maria. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm der kommunistische Staat das Schloss Bran. Unter Staatspräsident Ceausescu wurde es zur Touristenattraktion ausgebaut, die bis heute jährlich rund 560.000 Besucher anzieht. Hinter der Turnhalle fanden wir mit der Hilfe von Park for Night schnell einen Stellplatz. Von hier aus war das Schloss am nächsten Morgen schnell zu Fuß erreichbar. Wenn ihr das Schloss auch besichtigen wollt, seht zu, dass ihr gleich früh morgens da seid. Im Laufe des Tages nehmen die Touristenmassen immer mehr zu. Rein als Gebäude ist das Schloss auf jeden Fall sehenswert. Die touristische Vermarktung geht für uns aber gar nicht. Da bekommen wir gleich Fluchtinstinkte, sodass wir Bran auch schnell wieder verlassen haben. Wir wollen zu den Schlammvulkanen von Berga im Kreise Bad Zau. Und natürlich nehmen wir nicht die Hauptstrecke, sondern suchen uns selbst einen Weg. Die rumänischen Landschaften sind super. Wir lernen das Land mehr und mehr schätzen. Die in den Weg reinragenden Büsche und Äste stellen unsere Navidon-Beschichtung immer wieder auf eine harte Probe. Wir sind wirklich gespannt, wie die Lackierung nach einem Jahr aussehen wird.
Glaube blöd. Wer weiß, wie lange das hier so geht. Hier gibt es mehrere Wege. Der einzige, der in der Karte eingezeichnet ist, ist dieser. Betonierte Strecke, steil bergab und total zugewachsen. Hier ist schon länger kein Fahrzeug mehr durchgekommen. Da wollen wir dann den Duro doch nicht durchdrücken. Und hier bei der Ölpumpe geht es auch nicht weiter. Sackgasse, also wieder umdrehen. Mal gucken, was Naviton dazu sagt. Und da sind die Schlammvulkane. Sie entstehen durch Gase, die aus ca. 3000 Meter Tiefe durch tonhaltige und wasserhaltige Schichten nach oben aufsteigen. Man braucht keine Angst haben, sich dran zu verbrennen. Diese Vulkane haben nichts mit den feuerspeienden Magma-Vulkanen zu tun, die man sonst so kennt. Die Nacht verbrachten wir auf einer Anhöhe in der Nähe von Kaneshti. Hier sieht's echt aus wie im Teletubbieland. Nach einer herrlich ruhigen Nacht geht es weiter zum Dorf Nuku im Bazaugebirge. Hier wollen wir auf einer Wanderung ein paar alte Höhlen entdecken. Und wie so oft bei uns sind die Wege und Straßen, die wir nutzen, nicht unbedingt für die größten Fahrzeuge geeignet. Nuku selbst darf nur mit Fahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen befahren werden. Wir haben vor dem Ort schon eingeparkt. Ein Stückchen weiter wäre es sicherlich noch gegangen, aber der Ort ist wirklich eng. Rund um Nuku gibt es mehrere Wanderwege. Wir haben uns einen ausgesucht. Es ging gleich steil nach oben und der Weg war von Tieren ziemlich ausgetreten. Hat aber wirklich Spaß gemacht. Und das Besichtigen der Höhlen während der Wanderung lockert den Weg etwas auf.
Kurz nach Beginn der Wanderung hat sich uns ein Straßenhund angeschlossen und ist brav bis zum Ende der Wanderung bei uns geblieben. Für die Nacht wählten wir wie 2 Tage zuvor schon einen Platz am Fluss Buzau in der Nähe von Berga. In der nächsten Folge fahren wir dann weiter bis zum Schwarzen Meer. Kommt doch einfach mit und abonniert den Kanal.